Wir befinden uns im Makroskop in Mühlheim an der Ruhr, mitten in der Stadt, gegenüber vom Rathausturm und Luftlinie 20 Meter von der Ruhr. Makroskop ist ein interdisziplinäres Kunst- und Kulturzentrum, das es seit 2013 gibt. Und in dem ganz verschiedene Gewerke stattfinden, von Museum für Fotokopie bis zur Konzertreihe für Avantgarde und Klangkunst bis zu Ateliers und Bandproberaum. Gemeinsam ist eigentlich allen inhaltlich, dass es eben um einen Umgang mit Kunst und Technik im weitesten Sinne geht. Wir haben das eben als ein Clique von Freunden irgendwie angefangen und dann ist es immer offener geworden und neue Leute kommen dazu und so formiert sich das gerade. Es ist ein relativ weitläufiges und ganz verrückt verbautes Haus. Und ich weiß gar nicht so genau, ob wir uns so ans Haus angepasst haben oder ob das Haus von Anfang an perfekt war für unsere Bedürfnisse. Jetzt ist es jedenfalls so, dass wir sehr gut reinpassen. Das heißt, es gibt ein Ladenlokal, ein schönes großes Ladenlokal. Dort finden Veranstaltungen in erster Linie statt. Das heißt, Vorträge, Filme, aber vor allem auch die Konzertreihe. Das sind mindestens 2 Konzerte im Monat und das auch schon kontinuierlich seit 5 Jahren. Das ist tatsächlich ein relativ internationales Netzwerk, das sich so in so bestimmten Sparten wie eben experimenteller Musik dann die Leute einfach darauf angewiesen sind, weil es eben kein großes Publikumsmagnet ist und man sich irgendwie selber helfen muss, halt eine Tour zu organisieren und Orte überhaupt zu finden, wo es ein interessiertes Publikum gibt. Und insofern ist das eigentlich eine sehr lebendige Szene, die eben über alle Grenzen hinweg sich miteinander verabredet. Und im Grunde mit jedem Konzert oder jeder Veranstaltung wächst natürlich dieses Netzwerk auch. Ja, in den Räumen und Etagen darüber gibt es mehrere Ateliers. Es sind, glaube ich, im Moment 8 KünstlerInnen, die hier in Ateliers arbeiten. Außerdem haben wir auch ein offenes Gemeinschaftsatelier, das allen Gästen des Hauses zur Verfügung steht und auch der Nachbarschaft oder sonstigen interessierten Leuten. Letzten Endes ist es uns schon wichtig, hier nicht unser Süppchen zu kochen hinter verschlossenen Türen, sondern ein Kulturzentrum zu sein und ein Kunstzentrum, das offen ist für Ideen und die Leute, die sie umsetzen wollen. Wir haben das Haus 5 Jahre lang eigentlich also von Monat zu Monat betrieben. Wir wussten immer, dass es über kurz oder lang mal verkauft werden könnte von den Eigentümern. Wir wussten nur nie wann. Es war dann ganz plötzlich und sehr unangenehm, wie wir erfahren haben, dass das Haus verkauft wird letzten Herbst. Und dann hatten wir halt einen Makler, der auf einmal vor uns stand mit einer Truppe von anzugtragenden potenziellen Kunden, die dann auf einmal das Atelier von einem belagert haben und hier so durchgestratzt sind, nicht gerade zur Freude von uns natürlich. Ja, da haben wir dann gesagt, das geht nicht, es kommt gerade erst so richtig in Schwung, also werden wir es selber kaufen müssen, was natürlich völlig utopisch war, weil wir ein winziger Verein noch zu dem Zeitpunkt waren und weil wir natürlich überhaupt kein Geld hatten. Und dann haben wir angefangen, verschiedene Kampagnen zu fahren und haben glücklicherweise eine große Unterstützung erfahren von unterschiedlichsten Leuten, die irgendwie Geld gespendet, Geld leihen und so ist irgendwie ein Riesentopf, der mit Geld gefüllt worden ist, sodass wir jetzt tatsächlich in der Lage sind, in Verhandlungen zu treten und wenn der Film fertig geschnitten ist, haben wir, glaube ich, den Kaufvertrag unterschrieben. Das ist immer noch schwer zu fassen für uns selbst, glaube ich.
Gleichzeitig gibt es natürlich keine Atempause. Wir müssen jetzt hier sanieren, was das Zeug hält. Es gibt da einen großen Stau, umbauen und dann auch ganz schnell in eine Vollbelastung des Hauses kommen. Wir haben hier gerade immer so den großen Subotnik, wo wir unsere Freunde und Freundinnen einladen, uns hier zu helfen zum Sanieren und Renovieren und machen so die verschiedenen Mieteinheiten eigentlich ja, bereit, dass dann ab August hier viele neue Menschen hier leben werden, hier Arbeitsräume schaffen, Bandproberäume und. Passiert einiges und im Moment wird auf jeder Etage geschliffen, gehackt, gemauert, verputzt. Das war aber eine Menge.